und The Legend of Zelda. Und diesmal, glaube ich, die Orchesterversion. Boah, wunderschön. Köpfe, ne? Ich wollte gerade sagen, ey. Dauert auch ordentlich lange, die Version. Ich glaube, die ist 6 Minuten lang oder so. Ach Quatsch, 4 Minuten 26, was rede ich denn da? Die da, eine andere Version, die ich habe, die ist irgendwie 10 Minuten lang. Das ist die von Twilight Princess. Auch recht geil, muss ich sagen, das Ding. So, was wollte ich jetzt hier drin nochmal? Hier hatte ich jetzt vor, hatte ich hier irgendwas vor? Gerade glatt vergessen, was ich jetzt machen wollte. Ich habe nur gesagt gehabt, dafür müsste ich jetzt hier runter, bla bla, mhm. Ja, ja, interessant, Pseudo, ja, laber aber nicht so viel, sondern spiel einfach weiter, wenn du nicht mehr weißt, was du tun wolltest. Ich wollte Erde holen, damit ich das da eventuell mal stopfen kann, ja, okay. Tue ich das mal, bewege ich mich mal auf dem Weg nach unten, um das Zeug aus der Kiste zu holen, die, wenn ich nach links gehe, die zweite von rechts ist. Ja, genau, ich gehe jetzt nach links, nee, jetzt nach rechts, dann ist es die zweite, hier ist die Erde drin, okay, dann holst du die mal kurz mit, du brauchst aber auch nicht viel, Pseudo, und du redest gerade die ganze Zeit total schnell, und das ist ja auch vollkommen egal. Holst auch mal Luft zwischendurch, ja, natürlich tue ich das, das hört man auch gelegentlich, denke ich mal, dass ich mal Luft hole und das dann auch mal gelegentlich auch mal öfters tue, damit ich auch eventuell nicht sterbe, weil Luft ist ja lebensgewichtig und jeder, der nicht Sauerstoff einatmet, der ist natürlich dann irgendwann auch tot, wenn er das nicht lang genug anhalten kann und auch nicht, erst recht kann man das nicht für immer. Also es gibt zwar so ein paar Leute, die können das eventuell 30 Minuten lang, das habe ich gehört, das soll der Weltrekord sein unter Wasser, eventuell für so ungefähr 26 Minuten, das ist ziemlich krass, das würde ich auch ganz gerne können, aber leider kann ich das nicht und deswegen werde ich einfach versuchen, einen schnell- und langen Rekord aufzustellen und ich weiß natürlich auch nach einer Zeit nicht mehr, worüber ich reden soll, außer eventuell, dass die Farben auch ganz schön sind, ne, wenn man sich das mal anguckt, das ist natürlich alles ein bisschen grell, aber es sieht trotzdem ganz toll aus und wenn man dann sich das ganze andere anguckt hier, ne, die Brücke, die sieht jetzt auch ganz toll aus, da hinten, das ist ein schönes Muster, ich habe eben gerade versucht, STRG zu drücken, weil ich denke, ich habe Opti-Feinung, aber das ist natürlich schon seit Jahren nicht mehr der Fall, aber das ist ja egal, deswegen werde ich jetzt einfach mal trotzdem über die Brücke hier gehen und einfach von hier aus angucken, damit man das aber nah sieht. Und jetzt sind sie ganz schön doll an Leuchten, wenn sie aufglühen, ne? Ist natürlich ein bisschen blöd, aber sieht auch trotzdem irgendwie ganz stylisch aus, wenn man das dann von Weitem sieht und es nachts ist und dann ist das irgendwie so eine Art Signalfeuer. Das und daraus vielleicht, das könnte man auch einen Leuchtturm machen, dass man da oben vielleicht einen Gleitzoll noch mit einbaut in diesen Flugpunkt. Verdammt, jetzt kommen die Ems rein. Mist. Kombo unterbrochen. Kombo unterbrochen. Und jetzt direkt wieder. Guten Tag, Happy Feet. Na, wie geht's dir? Alles klar, meine Kumpane? Warum gehst du in den Boden rein? Was bringt dir das? Im Boden kannst du doch nichts machen. Du willst doch fliegen, oder nicht? So, jetzt bist du wieder oben, aber du hast immer noch nur zwei Herzen. Ja, dir geht's nicht gut, ich weiß. Und, oh, Alter. Alter. Ja, find's auch geil, ne? Happy Feet, was sagst du dazu? Sag mal was. Oh, da ist eine Höhle. Alter, was ist das? Ist das mit Wasser drin? So eine Unterwasserhöhle? Alter, warte, das muss ich mir reinziehen. Auf jeden Fall ist da Schwebesand drüber. Ziemlich gefährlich, wenn ich den Sand antippe, dürfte der eigentlich runterfallen. Der komplette Sand hier. Ich tippe mal kurz, ja, aber ohne den Drachen. Sonst hau ich wieder den Drachen. Jep. Wunderschön. Kann man das Ding auch eigentlich, ja, zumachen, weil das sieht nicht toll aus. Werde ich auch, glaube ich. Und oh. Hallo? Hallo? Echo? Echo, Echo? Monster? Wie viel kostet die Butter in Dänemark? Boah, Alter. Ja, ich weiß, dass ich eine Höhle entdeckt habe. Eine Schlucht. Oh, Alter. Das hat... Alter. Alter. Habe ich schon mal... Alter. Alter. Ich will hier eigentlich nicht draufgehen, weil ich Angst habe, dass das dann alles runterfällt. Aber ich bin so neugierig gerade. Und Creeper und eine Leuchtespinne. Alter, ihr seht gerade nicht so viel, ne? Da ist ein Creeper, da ist die Leuchtspinne, die dürft ihr eventuell sehen, die fällt vielleicht ein bisschen auf. Da unten ist noch irgendwas. Ich kann aber auch... Ne, das hat einen Bogen, ich glaube, das ist ein Bogenschütze. Halt ein... Alter! Übertreibt man nicht. Was passiert, wenn ich... Fällt irgendwas runter? Ne, ne? Gut, da kann ich mir einen Eingangsbereich quasi mir zurecht schaufeln. Alter! Gar nicht übertrieben geil auf jeden Fall. So, machen wir das mal weg hier.
Hier ist nämlich noch ein bisschen Kohle, die ich ganz gerne mitnehmen möchte. So, ihr braucht auf jeden Fall auch nochmal Licht. Damit ihr auch natürlich ein bisschen sehen könnt. Huch. Aber egal, da ist ja noch ein bisschen Eisen. Gut, das fällt da auch in den Bereich, dass man es aufsammeln kann. Bäh! Alter! Wie bist du hier hochgekommen, sag mal? Bäh! Kommst du wieder hier hoch? Oder bist du diesmal runtergefallen? Ja, diesmal ist er runtergefallen. Alter, erschreckt mich doch nicht alles so. Wir haben hier auf jeden Fall eine geile Höhle, glaube ich, gefunden. Kommt er hier rum? Aua! Okay, tut mir leid. Ich wollte nur nachfragen. Manu. Ey, aber hätte ich mich hier runtergegraben, ne? Ich wäre im Arsch gewesen. Da mal eine hin. Alter, ist das geil. Und ich benutze gerade schon wieder viel zu oft diese Spitzhacke hier. Ich glaube, ich sollte die mal ablegen, die andere auch. Obwohl, Behutsamkeit ist eigentlich ganz geil. Ich glaube, die werde ich für Kohle mitnehmen und die hier werde ich zu Hause lassen. Auf jeden Fall hier Haltbarkeit und Glück. Hallo? Die lässt man zu Hause, so eine Spitzhacke. Und ich werde mir mal eine neue Rüstung craften. Ja, eine komplett neue und die Reste werde ich einfach wegschmeißen, glaube ich. Weil wozu braucht man das? So, und dann fliegen wir mal kurz zu unserem Flugpunkt. Na, wozu haben wir ihn auch sonst? Alter, wie viel wir hier einfach schon gemacht haben jetzt. Alter Schwede. So, lass mich mal runter, Happy Feet, und danke fürs Reiten lassen. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Auf dass ich dich erst demnächst wieder brauchen werde und ich bis dahin nicht dein verdammtes Gebrülle ertragen muss. Nein, ich hab dich natürlich lieb. So, und wo ist Majora? Ich muss für Majora noch einen kleinen Schrein bauen. Und das sollte ich eventuell auch mal demnächst erledigen. Machen wir das doch mal direkt. Und dann werden wir Majora kurz mit ein bisschen Heu hier rüber lotsen, würde ich mal sagen. Ein 64er-Stack. Nur wo soll der Schrein für Majora hin? Eigentlich müsste er hier irgendwo bei der Dings sein. Mitten auf dem Wasser wäre eigentlich ganz cool, oder? Das ist, glaube ich, Majora. Das könnte gut sein, dass das Majora ist, dort hinten auf dem Wasser. Und die hat es einfach schon vorausgesehen, deswegen... Oder das ist Majora. Ich glaube, das ist Majora. Weil die ist uns ja letztens mal, als ich hier diesen Weg geterraformt habe, die ganzen Sachen hier, da ist sie uns ja an den Weg ins Bild gesprungen. Da habe ich ja gesagt, Mu, mein alter Freund, Mu. Und ich glaube, das ist Majora. Und ich werde trotzdem auf dem also so eine kleine Rasenfläche erstmal kurz auf dem Wasser formen. Habe ich noch genügend Erde dafür mit? Ich habe natürlich gar keine Erde mit. Und Alter, Hauptsache wir finden voll die geile Höhle, ne? So, und ich weiß noch nicht genau, ob ich das Ding hier Majora Siedlung oder Majora Dorf oder Majora keine Ahnung was nennen werde, aber irgendwas mit Majora muss es auf jeden Fall sein. Und da werde ich vielleicht im Laufe dieser Aufnahme mal gucken, dass ich dann auf einen Flugpunktplatz, dass ich dort halt dann den Namen erstelle. Nehme ich mal zwei Stacks Erde mit. Ich weiß zwar nicht genau, wie viel ich brauchen werde, aber ein bisschen ist halt immer lieber ein bisschen umsichtiger sein und ich brauche vielleicht auch noch ein bisschen mehr Stein. Für unsere Steinziegelstufen, ne? Nicht Steinziegelstufen, aber für halt ein bisschen... für ein paar Steinziegel, so rum. Die mache ich auch mal direkt. Zack, zack. Und wo haben wir den anderen Stack? Da haben wir einen. Zack, zack. Und dann haben wir erstmal schön nochmal drei Stacks insgesamt. Und dann brauchen wir natürlich die Erde auch noch draußen. So, und dann können wir jetzt weitergehen. Und dann machen wir einen kleinen Schrein für Majora. Vielleicht ist auch einfach jede Kuh hier... Jede Kuh, die hier ist und ihr Spiel quasi die Sache zum Spiel dazu trägt, ist eine Majora-Kuh. Oh, die Majora-Kühe. Alter. Ah, ich möchte eigentlich nicht so viel auf dem Dings verballern. Ah, hier geht's noch. Hier ist noch relativ, der Sand noch relativ hoch. Und
ja, hier rein, so nach dem Motto. Das ist in Ordnung. Yep, das aber nicht. Das war nicht geplant. Du kannst, glaube ich, noch weg. Genauso wie du. Und dann ist das hier, das da soll ja noch ein bisschen so verdeckt sein. Der Rest kann hier mir eigentlich sozusagen egal sein. So, zack, zack. Das Ganze hier nochmal abschließen. Haben wir das hier auch erledigt, was ich vorhin ja schon machen wollte. Und die dunkle Tat, sie ist vollbracht. Sie kostet mich die ganze Nacht. Naja, nicht ganz, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Na? Ich habe eben gerade gedacht, ein Creeper wäre vor mir gespawnt. Und dementsprechend mache ich mich mal kurz auf den Weg ins Bett. Creepers, die ein... Alter, ne, in der letzten Aufnahme habt ihr gesehen, ne? Direkt vor die Nase, das Arschgeigen-Ding, Alter. Also in den Folgen von Sonntag, die wahrscheinlich auch erst am Montag laufen werden, weil sie dementsprechend lange brauchen. Aber Hauptsache, direkt vor die Nase, Alter, Arschgeigen-Creeper, ne? Die sind immer so eine Arschgeigen halt, ne? Geht mal gar nicht fit, richtig frech. So. Und das gefällt dann doch schon besser hier, oder? Haben wir auch hier ein bisschen mehr Platz insgesamt. Das ist doch schöner. So. Und jetzt, wofür habe ich die Erde eigentlich mitgenommen? War das dafür? Nein, das war für was ganz anderes. Genau, für Majora. Für den Majora-Schrein. Wir brauchen natürlich irgendwo einen Startpunkt hier. Es sollte eigentlich mittendrin sein, glaube ich. Und dann machen wir da auch so einen kleinen Steg rüber, würde ich mal sagen. Das sollte vielleicht so ein bisschen mehr in der Mitte sein, ein bisschen mehr mittig von dem insgesamt, vielleicht so von der Höhle auch. Hier so. Dann ist er auch nicht zu weit weg von der Küste dort und auch nicht... Ja, das geht, glaube ich. Na? Ja, genau so. Nein, aber so, und dann müssen wir jetzt gucken, wie groß wir sie machen. Ich glaube, ich mache sie so. Ist das in Ordnung? Das reicht, ne? Dann machen wir sie jetzt mal einfach erstmal so. Ja. Dann gehen wir jetzt hier entlang. Ich hätte ein paar Stacks mehr mitnehmen müssen, merke ich auch gerade schon wieder. Weil das Ganze hier natürlich auch noch ausgefüllt wird, ne? Das war's nämlich schon. Na super. Gleich wieder Erde holen. Yay! Woo! Ich liebe es ja, Erde zu holen. Mein Lieblingshobby hier in Minecraft. Bestes im Game ever. Erde holen, Erde klatschen, Erde verlegen. Lieblingsbeschäftigung. Hashtag und so. Hashtag Lieblingsbeschäftigung auf jeden Fall. So heißt die Folge. Hashtag Lieblingsbeschäftigung. Oh Mann. Runter und Erde. Danke. Noch mehr Erde. Und ich wollte schon seit geraumer Zeit mir erstmal kurz den hier machen und dann ein paar andere Sachen noch ablegen. Und siehst du, ich wollte noch Holz, wollte ich nicht ablegen. Ich wollte mir aber das Holz vielleicht nochmal zu Balken machen. Zu Barren. Den Kies, die Kiessteine kann ich ablegen. Eisenerz, das kann man natürlich auch nochmal ablegen. So. Was noch? Hier den Stein, den kann ich ablegen. Machen wir mal so. Sieht besser aus. Muss mich kurz anders hinsetzen. Das Holz, den Zaun, den kann ich erstmal kurz ablegen noch. Und dann war es das auch erstmal, dann gehen wir wieder hoch. Und dann können wir jetzt wieder ein bisschen Erde verlegen. Und auch so ganz viele andere tolle Sachen. Alter. Aus der Majora-Siedlung wird ordentlich was. Kann ich euch jetzt schon versprechen.
wollte mir mit der Erde, mit den Brettern, wollte ich mir ein paar Truhen machen und endlich meine Holztür für die, für den Eingang. Ich mache mir jetzt zwei gleich, auch eine für oben logischerweise. Alter, dass ich das die ganze Zeit vergesse, ne? Dann mache ich auch mal gleich direkt ein paar Druckplatten. So, komm, wir machen uns